Ich bin 1968 im Oktober ins Werk gekommen und wurde als Technologe in der Gaserzeugungsanlage eingestellt, also in den Koppersanlagen. Allerdings schon mit der Voraussicht, dass neue Anlagen gebaut werden und ich dann also nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit in die Neuanlagen, also in diesen PU-Komplex, überwechseln kann. Die Gaserzeugung für die TDI-Produktion war notwendig, um reines CO und reinen Wasserstoff zu erzeugen, was eine neue Qualität für die Herstellung von Gas im Synthesewerk darstellt. Denn in den alten Koppersanlagen wurde tatsächlich nur ein Synthesegasgemisch weiterverarbeitet. Wir in den neuen Anlagen mussten also die Reinheit des Wasserstoff und die Reinheit des CO sichern. Das war Voraussetzung dafür, dass die entsprechenden Zwischenprodukte bis zur TDI-Produktion auch hergestellt werden können. Die erste Synthesegasanlage für die TDI-Produktion, die ist 1971 gebaut worden und dann mit dem PU-Komplex, mit der TDI-Linie, dann auch 1973 in Betrieb gegangen. Und die Geschichte für diese Anlage ist allerdings derart besonders, dass hier im Synthesewerk von der staatlichen Organisation eine andere Gaserzeugungsanlage konzipiert war, weil NPK, das ist also ein Pflanzenschutzprodukt, diese Anlage sollte hier in Schwarzheide mit aufgebaut werden. Das hatte sich zerschlagen und damit also auch eine entsprechende Gasanlage. Zur Not wurde dann eine Synthesegasanlage konzipiert, welche tatsächlich nur ein Provisorium darstellte. Die einzelnen Verfahrensstufen in dieser Anlage sind von wieder unterschiedlichen Verfahrensgebern hergestellt und geliefert worden. Und demzufolge war also schon von Anfang an das Ganze ein Risiko oder ein Spiel mit dem Risiko. Wurde dann aufgrund der ganzen Betriebsweise dieser beiden Anlagen, wurde dann entschieden, eine tatsächlich neue, komplett neue Anlage von einem Lieferanten zu bekommen. Und dieser Vertrag wurde 1989 mit der Firma Linde abgeschlossen. Und damit, mit dieser neuen Anlage, erreichten wir einen wirklich sehr schnellen, stabilen Betrieb und konnten auch die erhöhten Forderungen an CO und Wasserstoff sicherstellen. Die Technologie der Erzeugung von Wasserstoff und CO war hier für das Synthesewerk und letztendlich für die DDR was Neues. Da gab es eigentlich keine Spezialisten in dem Sinne, die uns da helfen, sondern das, was wir geschaffen haben, war der Erfolg des Personals an sich, ja, die sich also dafür eingesetzt haben, die Anlage ordentlich zum Laufen zu bringen und diese vielen, vielen Störungen auch dann zu beseitigen. Aber die Kenntnis über diese Verfahren und auch das technische Wissen, was ja dazu notwendig war, das haben wir uns erst im Laufe des Betriebes, der Betriebszeit, erarbeiten müssen. Also wenn ich an die 40 Jahre Tätigkeit in Schwarzheide mich erinnere, dann sind solche Ereignisse natürlich prägend, die mit den vielen Störungen in der ersten Anlage, also in der ersten Steam Reforming Anlage verbunden sind, wo wir quasi tagtäglich mit neuen Herausforderungen, frontiert worden sind, ja. Und vielleicht
Eine Episode, die mir dann immer wieder in Erinnerung kommt. Wir haben in der ersten Anlage eine zweite Coldbox bauen müssen, damit diese Anlage überhaupt Wasserstoff und CO produzieren konnte. Und diese Anlage kam natürlich von dem Lieferanten aus den westlichen Ländern. Und bei der Inbetriebnahme hat sich herausgestellt, dass der Inbetriebnahmeingenieur, also ich will das mal so sagen, eine Pflaume war. Und wir haben uns das damals angeguckt und mein Direktor, Vorgesetzter und ich, wir sind dann zu unserem Generaldirektor gegangen und haben gesagt, also wir machen diese Geschichte jetzt nicht weiter. Wir möchten, dass diese Anfragehilfe das Werk verlässt und wir bringen dann die Anlage alleine in Betrieb. Das war natürlich eine große Aufregung für unseren Generaldirektor. Aber letztendlich hat er das akzeptiert und wir sind damit also ganz gut vorangekommen, also viel besser als eigentlich gedacht. Also liebe Kollegen, wenn ich mich an die vergangenen 40 Jahre erinnere, dann bin ich stolz darauf, mit Ihnen gemeinsam gearbeitet zu haben, erfolgreich gewesen zu sein, auch wenn es viele, viele Schwierigkeiten gab. Aber unsere gemeinsame Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und wir können auf unsere Arbeit mit Stolz zurückblicken. BASF. We create chemistry.